Willkommen in unserem Hafenrestaurant, dem Schafelspitz am Stubaier Gletscher. Ich bin der Kostner David, der Küchenchef. Leider können wir euch ja nicht persönlich bewirtschaften zurzeit. Trotzdem sind wir aber hier am Tüfteln und neue Rezepte probieren. Und eines davon wollen wir euch auf die Osterfeiertage hin ein bisschen näher bringen. Wir haben ein Rezept vorbereitet, das findet ihr unten in den Kommentaren. Es gibt ein Osterkitz in der Kräuterpanade mit einem lauwarmen Kartoffelsalat und einer eingelegten Salzzitrone. Dazu gibt es eine Eiersauce und fermentierte Radieschen. Das ist ein ganz leichtes, tolles Gericht, das super zu Ostern passt und ihr ohne Probleme zu Hause nachkochen könnt. Wir haben 5 Tipps vorbereitet, die dieses Gericht zu eurem frühlingshaften Osterhighlight machen. Tipp Nummer 1, die Fleischqualität. Schaut, dass ihr euer Fleisch von eurem Bauern oder Metzger des Vertrauens bezieht, wo ihr wisst, wie das Tier gehalten worden ist, um eine Top-Fleischqualität zu bekommen. Und natürlich auch, um eure regionalen Produzenten zu unterstützen. Tipp Nummer 2, frisches und saisonales Gemüse. Geht zu eurem Bauernmarkt in eurer Region, dort habt ihr lokale Produzenten, dort könnt ihr sicher sein, dass ihr ein Top-Produkt bekommt. Tipp Nummer 3, garen in 2 Stufen. Wir marinieren unser Fleisch vorher ein bisschen und dann wird es mit den ganzen Zutaten vakuumiert und dann auf Niedertemperatur in einem eigenen Becken 24 Stunden lang runtergeschmort. Zu Hause könnt ihr das genauso in euren Dampfgarer machen. Solltet ihr das nicht haben, kann man es auch ganz klassisch in einem Topf runterschmoren. Wichtig ist immer, dass die Temperatur, auch wenn ihr es im Topf schmort, niederbleibt, sodass das Fleisch schön saftig bleibt und super zart wird. Tipp Nummer 4, eine knusprige Panade. Nehmt für eure Panade nur Eiweiß, kein Eigelb. Nur dann wird eure Panade super knusprig. Ob ihr dann Brösel, Kürbiskerne oder Nüsse hernimmt für eure Panade, ist ganz euren Geschmack überlassen. Tipp Nummer 5, den Kartoffelsalat richtig marinieren. Nehmt speckige Kartoffeln her, schaut, dass ihr die gekochten Kartoffeln noch heiß mariniert. Nur so können die Kartoffeln die gesamte Marinade aufnehmen und ihr bekommt einen schön cremigen und aromatischen Kartoffelsalat. Wichtig ist auch, dass ihr das Öl erst kurz vor dem Servieren dazugebt, weil ansonsten würde das Öl die Kartoffeln isolieren und sie könnten die Marinade nicht mehr aufnehmen. Was unseren Kartoffelsalat ein bisschen besonders macht, ist, wir geben noch eine eingelegte Salzzitrone dazu. Die gibt dem ganzen Salat nochmal einen besonderen Kick. Dazu servieren wir unsere hausgemachte Eiersauce und fermentierte Radieschen. Die geben dem ganzen Gericht nochmal eine besondere Textur und ein ganz besonderes Aroma. Das ist jetzt unser fertiges Osterkitz, wie wir es hier oben im Schafelspitz-Restaurant servieren würden. Wir wünschen euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Frohe Ostern wünscht euch unser Schafelspitz-Team und hoffentlich bis bald.